Fußballstürmer Martin Fehnin war der teuerste Transfer in der Geschichte von Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat einen neuen Stürmer. Und was für einen? Doch auch landesweit in den Medien mit seinen alkoholisierten Siegesfeiern, die er bis zum Umfallen durchzog. Jetzt erwartet ihn die größte Herausforderung seines Lebens. Er trainiert für ein Käfigmatch. Für ein Match im MMA, der härtesten Sportart der Welt. Ich kann sagen, herzlich eingeladen zu meinem ersten Kampf. Und ich hoffe, ich gewinne auch, ja. Jetzt beginnt Martins Vorbereitung. Komm und werde Teil seiner abenteuerlichen Reise vom Fußballfeld in den MMA-Käfig bei Octagon. Herzlich willkommen in der Serie Octagon, das letzte Tor von Martin Fehnin. Und in der heutigen Folge seht ihr... Also ja, jetzt haben wir 7 Uhr und es geht los nach Frankfurt. Ich freue mich riesig, weil ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass Frankfurt für mich zweite Heimat ist. Ich freue mich auf Christian. Und mal schauen, wie gut drauf bin ich bei dem Training. Also los! Ja! Ich habe jetzt durchgemacht, fast durchgemacht. Ich habe ganz Januar trinke ich keinen Alkohol. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wenn du 5 Stunden im Auto sitzt, dann trinkst du gerne ein Bierchen. Hallo, guten Tag. Wasser. Also seit gestern bin ich krank. Also gestern habe ich Fieber noch gehabt und heute bin ich aufgewacht und mir geht es nicht ganz gut. Ja, dann bin ich ein bisschen nervös, was wir da beim Training machen. Aber ja gut, man muss immer durch. Ein bisschen zu spät gekommen. Die Jungs warten schon auf mich. Und das ist nicht gut. Ja, du kannst mit mir. Guck, hier ist Sprudelwasser oder stilles Wasser. Das hab ich doch nie gesehen. Das ist wie bei McDonald's. Ja, sonst, das ist wie normal Gym wie bei uns im Gorilla Gym. Also, so bin ich nicht so. Also, nervös bin ich nicht. Also ich bin das zweite Mal hier. Das erste Mal war das nach dem Abschiedsspiel von Alex Meyer. Und wir waren danach was trinken und ja, war ein bisschen Party. Also den Tag danach habe ich nicht so viel trainiert. Wir haben das aber abgesprochen mit Christian und ja, jetzt wird das Training ganz normal. Hallo liebe Leute, wir sind hier im MMA Spirit. Ich habe heute Martin Fehnin, ein alter Bekannter von mir, zum Training. Wir schauen mal, was er gelernt hat in den letzten 3-4 Monaten. War es eine Katastrophe, an den Sack zu treten. Wir schauen mal, wie es heute läuft. Aber wir machen erstmal ein kleines Warm-up und schauen dann, was er so gelernt hat. Okay. Ja, auf geht's, Mann. Okay, wir fangen erstmal an. Ab und an, ja? Schön koordinativ. Back in there, back in there, back in there. Okay, komm, wir gehen ein Stück hier rüber, Martin. Also wir haben jetzt Handschuhe, habt ihr? Hast du Handschuhe, Martin? Ja, vergessen wieder. Ha? Ich war gestern nicht im Gym und die haben das vergessen, die Handschuhe. Hast du welche? I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. Where you going? Hey, hey. Back in that bag again. Don't bring me around. Also Hände haben sich verbessert, ja. Aber die Kicks müssen wir noch arbeiten ein bisschen. Versuch, wenn du schlägst, die Schulter nach hinten zu ziehen und den Kick die Hüfte einzudrehen, nicht von hier hinten. Ist kein Fußball mehr. Aber Hände sehen gut aus, Hände ist okay. Ja, das hat halt gedauert. Ha? Das hat so lange gedauert, bis
Hier koordiniert mit der linken Beine, Wahnsinn. Wenn da ein bisschen Bier dabei ist, dauert noch länger. Okay, wir fangen ganz easy an. Ein paar Schlagkombinationen, nichts Wildes. Ich will einfach nur mal sehen, wo du stehst, okay? Ganze Kampfposition, bewegst dich immer schön, bleibst immer locker, schön, wenn du schlägst. Jawohl. Und nicht ausholen, sondern direkt von da raus, ja? Jawohl, sehr gut. Versuch von hier raus, du machst von hier und dann raus. Versuch raus. Jawohl. Bewegen, bewegen, bewegen. Bewegen. Sehr gut. Bewegen, jawohl. Sehr gut. What you doing? Yeah. I'm back in that. Hey. 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 Jawohl, andere. Jawohl, sehr gut. Jawohl, 1, 2. Haken. Jawohl. Jawohl. Jawohl, nochmal, komm. Auf geht's. Die nächste Übung, was ich euch zeige, ist mehr für Einsteiger, speziell auch für Martin. Ist ein Single Leg Takedown und danach der Armbar. Wir fangen an. Martin steht in Kampfposition. Bleib ganz locker, easy. Du machst gar nichts, ich mach das, ja? Ich gehe rein, ich hole den Single Leg, ziehe ihn hier runter, gehe vorbei, gehe hier drauf, ja? Side Control. Hier, ziehe hier mit meinem Arm ihn hoch, switche und gehe zum Armbar. Hier. Okay. Drücke. Ach. Und hier ist der Armbar. Okay. Ich glaube, das die Hälfte habe ich schon gemacht. Das letzte jetzt, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist diese ganze Position. Mhm. Jawohl. So. Ja. Ja. Das ist gut. Position. Jawohl. Gut. Und schön? Genau, sehr gut. Nicht so. Bleib immer unten. Lass deinen Körper immer unten. Okay. Immer unten, genau. Okay, hier. Kannst du machen? Jawohl, genau. Sehr gut. Sehr gut. Und schön eng. Eng. Ja? Genau. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Gut, das ist gute Position. Sehr gut. Nicht zu viel Kraft brauchen, ne? Du bist die bessere Position. Nicht zu viel verkraftet. Nicht verkrampfen. Ja, das sagt mein Trainer auch. Weißt du? Wenn du oben bist und so, du gehst kaputt. Locker, mit deinem Gewicht. Atmen. Locker bleiben. Das ist der Schlüssel. Die nächste Übung ist der Low Kick. Das ist einfach nur ein Test. Damit hatten wir letztes Mal angefangen. Und so wollen wir mal schauen, wie Martin das verbesserte. Aber. Du bist Kämpfer jetzt, ja? Du fängst nicht an, dass du kickst einfach. Nein. Du bereitest jeden Kick vor, was du machst. Es sei denn, mit der linken gerade und kickst, boom, und gehst wieder zurück. Oder linker Haken und kickst und gehst wieder zurück, okay? Easy. Ich stehe hier und ich gucke mir das an. Jawohl, sehr gut. Jawohl, schön die Hände hoben lassen. Jawohl, schön lang raus, lang, boom, nicht zu kurz. Ja, jawohl, sehr gut, gut so. Sehr gut, stark. Jawohl, hier. Boom, okay? So hast du auch, mit dem holst du dir einen Schwung. Okay? Ja, 4 Monate sind jetzt vergangen, seit ich Martin das erste Mal im Gym gesehen habe. Ich war sehr besorgt, dass er das vielleicht so mehr oder weniger auf die Kette kriegt. Aber ich bin sehr erstaunt. Er hat wirklich an sich gearbeitet, im boxerischen Kicken ist auch sehr gut, hat einen harten Low-Kick, Boden, hat eine gute Position. Natürlich muss man sehen, wie es im Sparring ist, aber ich denke, er ist auf einem guten Weg. Und ich als Profikämpfer denke, kann das so einschätzen, dass er da auf jeden Fall seinen Anfangskampf gut bestreiten kann. Also wir haben ihn jetzt 0 Grad und wir fahren am See ins kalte Wasser mit Christian, der macht das schon seit immer. Für mich das erste Mal, ich habe das noch nie gemacht, also mal schauen, ob ich das schaffe oder nicht. Hey Martin, Bier. Ein Bier. Ich habe 2 mitgenommen für dich. Danke. Willst du keine? Doch. Ja, normal, 2. Nein, ich trinke keine, du. Also, nein. Ja, normal, Alter, 2. Nein, ich kann nicht. Nein, wir machen jetzt sauber. Ich nehme das zu Hause, ja. Ich habe jetzt Januar wirklich genau. Das war nur ein Test wieder. Ja? Siehst du? Hast bestanden. Wir haben angefangen mit Stefan das Eisbad zu machen. Und nach so Trainingseinheiten tut es wirklich gut. Natürlich. Nach so Trainingseinheiten tut es gut.
dann so ein Eisbad zu machen, aber es ist schon extrem kalt heute. Oh. Ha! Mathe, gut. 1,37. 1,37 jetzt? Ja. Es ist wirklich komisch. Also erste zwei Minuten sind wirklich brutal. Guck mal, und dann musst du dich übertreiben. Ist langsam warm. Komisch. Aber jetzt? Super Gefühl. Ich bin sehr überrascht, Martin war länger drin wie ich. Ich glaube aber, der hat schon ein bisschen Vorsprung gehabt. Ne? Hast du schon ein paar Mal gemacht, oder? Ja, ne? Ja. Aber gut, hat sehr gut angestellt. Aber heute war sehr, sehr kalt, muss man sagen. Sehr, sehr kalt. Sometimes it be like that. I wish it wouldn't be like that. But sometimes it be like that. I wish it wouldn't be like that. But sometimes it. Look. Look. Also, das ist ganz bekannte Bahnhofviertel in Frankfurt. Dass viele Menschen viel reden über Bahnhofviertel in Frankfurt. Aber wenn du aus Frankfurt kommst, dann liebst du das einfach. Genauso wie Frankfurt. Also ich bin hier vielleicht am liebsten, als ich da irgendwo ein schickes Restaurant. Also Bahnhofviertel ist halt Frankfurt. Man liebt einfach Frankfurt. Es ist halt ein paar Meter und hier ist Schickimicki Seite, hier ist Bahnhofviertel, aber man liebt einfach Frankfurt so wie es ist. Also und mit sowas habe ich damals mich fotografiert, mit was ich, wo ich nach Eintracht gewechselt habe, also die Erinnerung und ja. Also ich liebe es so, wie es ist. Manhattan, wie Manhattan in New York, also halt, also Frankfurt ist die einzige Stadt, die einfach anders in Deutschland ist und deswegen ist das Manhattan und ja. Man sieht das so. Also das ist jetzt nicht Werbung für die Bildzeitung, aber in Hessen, in Frankfurt ist immer die letzte Seite für Eintracht da. Da war ich oft mal da. Manchmal mit Toren, manchmal mit Grillen und Eskapaden. Aber trotzdem schön. Já box, tak já jsem touto cestou zvolil formu kardia. Takže chodím, baví mě to už asi 4 nebo 5 roků, ale určitě je to velice tvrdý sport a do klece nebo do ringu by mě nikdo nedostal, takže klobouk dolů před Martinem, že do toho opravdu jde a jsem zvědavý. No. Mám trošku strach, jak to dopadne, jestli se na to dokáže připravit.